Was magst du für Nüsse? So Walnüsse, Cashewnüsse, Vor Linsennüsse? allem dicke Nüsse. Was? Ist das für eine Halskette? Das ist Teufelsauge. Okay. Ja. Alle Karma. Interessant. Einer schreibt bei mir im Chat, du Fuchs. Fuchs? Warum Fuchs? Ja, also ich bin hochgebildet, wie man merkt. Echt jetzt hochgebildet? Wo bist du besonders gut drin? PCs zusammenbauen. Kennst du dich aus mit PCs? Mhm. Warum machst du so, Ja, Du bist total. desinteressiert. PCs sind meine Stärke. Ich glaube, bei dir bräuchte ich ein wenig Kühlflüssigkeit. Was? 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 Ich habe dich nicht verstanden, ich war Du bist abgelenkt. so hot, da brauche ich ein wenig Kühlflüssigkeit. Okay, vergiss es. Zurück zum Thema, ob du Hobbys hast. Ja. Wärmeleitpaste. Das schreibt mal in Chat, was kann ich dafür? Aber das Ding ist, guck mal, Ansicht dafür. Ich habe gerade eine Salzbrezel auf meinem Stuhl gefunden. War es jetzt komisch, dass ich Du hast sie gegessen, oder? Das. Ja. Das beschreibt einiges gerade. Ich habe dich gefragt, ob du was dagegen hast, im YouTube-Video vorzukommen, ne? Um was geht's? Ich versuche halt eine Freundin zu finden. Und da kommst du ins Spiel. Machst du mich gerade aus? Nein, weiter. Du nimmst mich nicht ernst. Weiter. Du nimmst das hier nicht ernst. Ich meine das hier todesernst. Also wirklich. Ja, weiter. Ja, und ich wollte fragen, komm, ob du in Frage kommst. Erklär mir, was von diesem Gespräch jetzt möchtest du in deinem YouTube-Video vorkommen lassen? Wo du mich auslasst, dass ich nicht in Frage komme als Freund. Was schon wieder? Bin ich so eine Lachnummer, du nimmst mich nicht ernst. Ach, scheiße. Es liegt am Bartwuchs, ne? Am fehlenden Bartwuchs, glaube ich, ne? Scheiße, ich wurde eben schon Milchbubi genannt, also wirklich. Ich bin gerade ein bisschen auf 180, weil ich gerade Saw geguckt habe. Du hast Saw geguckt? Alleine! Wieso hast du Saw alleine geguckt? Ich dachte mir so, komm, guckst jetzt mal was Gruseliges, du schaffst es schon. Wir können auch zusammen was Gruseliges gucken. Rick 17, weißt du, wie ich meine? Ist doch so, macht man doch so. Ja, ist viel besser zu zweit. Wie alt bist du? Auf wie alt ich bin? Jo. 17. Was geht ab? Nein, wir gehen nicht. Chat live. Riftzone, Digga. Auf euch. Ja. Wisst ihr nicht, was Kappa heißt? Ich weiß, was Kappa heißt. Du bist hässlich, Kappa. Saved. Wow. Merkst du? Weil du bist dann nicht hässlich. Verstehst du? Du bist wunderschön. Soll ich dir sagen, was heute eigentlich meine Mission war? Ja. Oh mein Gott, da kam nix hinter! Ey, ich hab doch Kappa gesagt. Echt, hast du echt Kappa gesagt? Nee, oh, okay. Jetzt. Das tut mir jetzt leid. Ey, ihr seid gedreht, 90 Grad. Wie 90 Grad? Ja, die so. Kamera, so ist richtig rum. Was geht ja, bei euch? Aber mein Handy ladet. Dein Handy ladet? Gut Deutsch, ich schwör. Wie sehe ich aus? Wie wer? Irgend so ein Live Linus oder so. Du hast ja nicht gerade. Ich zeig dir erstmal Live Linus, der sieht ganz anders aus. Doch, ich sehe da voll die Ähnlichkeit. Was ist da die Ähnlichkeit, Mann? Er sieht ohne uns aus wie er. Der hat ein bisschen weniger Pickel, aber sonst 100%. Das soll ein Kompliment sein. Nein, das ist er nicht. Was geht? Ach, redet ihr mit mir? Ja, ja, jetzt ja. Dein Arsch muss doch so breit gesessen sein, wenn du 24-7 streamst. Ja. Der muss doch so einen Arsch haben. Ja, willst du sehen? Naja, nicht? Wieso nicht? Das ist jetzt rassistisch. Schaust du nur Netflix oder noch sowas anderes? Schaust du Fernsehen, Galileo? Ja, ab und zu. Galileo-Zeit war die beste. Aber jetzt, ich weiß nicht, das letzte Mal Fernsehen. Ist nicht mehr so cool wie früher. Haben die noch sowas mit Lost Places gebracht früher und jetzt? Lost Places? Magst du sowas? Feierst du sowas? Ja, ich habe meine Facharbeit darüber geschrieben. Dein Bett ist auch ein Lost Place. Was ich sagen wollte. Apropos deinen Vortrag, mein Bett ist auch ein Lost Place. Deine Party ist nicht cool. Was bist du für ein YouTuber? Feuerwerks-YouTuber. Sieht man eventuell da im Hintergrund. Fühle ich, feier ich. Und deine Freundin macht gerade was? Meine Freundin. Die sitzt neben mir. Hast du keine Freunde, die sich auch für Feuerwerk begeistert? Wie gesagt, ne? Also, mehr sag ich nicht. Lässt es da auch knallen.
Ich hab gerade einen getroffen, der interessiert sich für Feuerwerkskörper. Ist Feuerwerk so dein Ding? So ein bisschen knallen ist in Ordnung. So. Ja. So richtig viel Geld stecke ich da auch nicht rein. Nein. Es muss halt mit der richtigen Person sein. Genau. Warum lachst du? Nein, okay. Gut. Warum bist du immer noch auf Omme? warum musst du lachen? Was soll ich denn sonst machen? Nichts, mit mir knapp. Was gibst du? Nein, nein. Oh mein Gott, dreht ein TikTok. Sorry, ich kenne nur Live Linus. Findest du, der ist besser als du? Weil ihr seid so irgendwie Konkurrenz so irgendwie. Die Sache ist, Live Linus, der macht gute Videos, ist aber halt einfach hässlich. Sehe ich auch so. Wieso findest du ihn hässlich? Er hat so viele Pickel, Digga. Hey. Können wir noch einen Song zeigen? Oh nein! Ich sag Boom. Wie alt bist du? Ich bin 17. Und, was ist dein bestes Fach, sag mal an? Mein bestes Fach ist in Bio. Was machst du zurzeit in Bio? Ich habe keinen Plan. Also, bei mir ist es halt so, kurz vor der Arbeit, ich schreibe mir alles auf den Arm. Und dann hinten arbeite ich die Ärmel hoch und schreibe alles ab. Spickst du viel? Ich habe zu meiner Schulzeit irgendwie, ich war zu faul, mir Spicker zu schreiben. Es war ja damals diese Skinny Jeans mit Löchern in den Hosen modern, gell? Boah, jetzt kommt's. Ich hasse, wenn es bei diesen Skinny Jeans mit diesen Löchern so der Cock rausspacht. Okay, warte. Was? Warte, was? Passiert dir das nie? Nein. Ja, auf jeden Fall. Da waren ja immer diese Fäden, die halt um die Löcher gehen. Ich hab die immer aufgemacht, hab da alles reingeschrieben und immer, wenn der Lehrer kam, meinte so, ja, was hast du auf dem Bein? Hab ich gesagt, ja, nichts. Und er durfte ja nicht sagen, ja, zeig her. Wie alt bist du? 15 und du? Hast du eine große Schwester? Ja. Oha, da sieht die so aus wie du, nur ein älter. Ja, doch, ja. Ist sie Single? Ich glaube, sie ist etwas zu alt für dich. Warte mal. Von welchem Alter reden wir? Reden wir jetzt so Richtung 40? Weil das wäre so mein Beuteschema. Ja, siehst du, 40. Alter, 30, 40. Geil, Mann. Digiberg, hast du eine Freundin? Du hast keine Freundin, sonst würdest du meinen Stream 24 nicht. Stunden gucken. Und du lachst, weil da ein bisschen Wahrheit dran ist. Ja, gerade nicht. Catfish schreibt einer. Was ist ein Catfish? Catfish ist, wenn du ungeschminkt scheiße aussiehst und geschminkt gut. Du bist nicht viel geschminkt, ne? Du hast gar kein Make-up. Kein Make-up drauf. Und da, Chat, da sieht man dann auch wieder die Qualität. Okay, warte, was? Oder im Sommer so einen Rock anziehen und dann unten, also den so hochklappen und da die ganzen Lösungen draufschreiben. Ja, habe ich auch schon mal ausprobiert, aber die Sache ist, man wird komisch angeguckt, wenn du so als Typ mit Rock in die Schule kommst, weißt du, wie ich meine? Findest du das Gespräch gerade mit mir gut? Ja, humorvoll. Ja. Oder zurückgeblieben? Beides. Yeah! Hast du Hobbys? Ja, viele. Landwirtschaft. Hast du einen Traktor? Ja. Geil, Mann, Junge. Hast du dir ein Date geklärt mit Lass Traktor fahren zusammen? Ja. Kannst du Träger fahren? Safe nicht. Junge, es geht nicht um mich. Ob du dir eine Frau geklärt hast, meine ich. Nee. Das war aber ganz schön enttäuscht, wa? Nö. Nicht. Soll ich mit dir ein erstes Wort schreiben? Reden. Schreiben, merk selber. Nicht lustig. Ey, ich war bei Satta Hugo in einem YouTube-Video, ne? Ja? Ja, wirklich jetzt. Cool. Wieso? Du sagst... du sagst es so, als würde es dich nicht interessieren. Man hört dich nicht. Wie, man hört mich nicht? Ah! Jetzt? Ja, okay, jetzt. Habt ihr den Schrei gehört? Habt ihr eine E-Mail? Gmail? Outlook? Die Online GMX? Nochmal. Ob ihr eine E-Mail habt? Ja. Habt ihr eine E-Bahn? Ey, könnt ihr mir auf WhatsApp folgen? Das heißt, mir eure Nummer geben. Warte mal, wie alt seid ihr? Oh, alt. Ja, ich stehe auf Alte. Oh. Habt ihr Tumblr? Habt ihr SchülerVZ? Nochmal? Habt ihr auch Porno-Premium? Warte, was? Wie alt seid ihr? Ihr habt meine Antwort noch nicht beantwortet. 16 und 15. Entzündet! Den! Ich wollte mir gleich Mikrowellen-Popcorn machen. Ist das cool oder ist das cool? Das mit Karamell ist geiler. Wer isst salziges Popcorn? Salziges Popcorn isst man nicht. Junge, okay, doch. Die zwei gemischt sind richtig geil. Die zwei gemischt? Wenn du süß und salzig mischst. Würdest du sagen, du bist salty geil. Und ich bin süß? Kannst du mir auf WhatsApp folgen? Auf WhatsApp folgen? Ja, mir deine Nummer geben. Vergiss es, Yo, hast du Hobbys?
Es ist in Ordnung, wenn du in dem Livestream vorkommst. Ja. Okay, wunderbar. Wie alt bist du? Anastasia? Du sagst mir, das meint ich niemals ein Livestream. Verarsch mich. Lieblings-Red Bull. Willst du was wissen? Du trinkst kein Red Bull. Ja, bin ich. Schlag dich. Du magst mich. Ich schlag dich. Ach so. Ja, okay. Ich dachte, ich hab was anderes, aber ich steh drauf. Du hast einfach gehofft. Steh drauf. Du hast einfach gehofft. Steh drauf. Worauf? Auf Schläge, hey. Ach so. Okay, weiß ich nicht. Hi oder so? Nein, ne? Du hi oder so? Ich hab dich schon gefragt, ob du Single bist, ne? Nein. Nein, bist du Single? Ja. Okay, hey, was geht ab? Ich bin eine Person, ich hab einfach 10 E-Mails. Ja, ich hab auch 5 oder so. Ich hab 10 Stück, ich blick da gar nicht mehr durch. Bei YouTube hab ich eine, bei Twitch, Pornhub ich mach mir jetzt Popcorn, sag ich ehrlich. 2 bis 3 Minuten. Heiß! Die Seite offen, wie ging das? Hier dran ziehen, ne? Habt ihr eine Lieblingssüßigkeit? Nee. Nee? Außer du. Boah, du bist auch ganz schön süß. Ich kurz nicht. Ist euch so schlecht oder was? Mädchen werden immer schlecht, wenn ich mit denen rede, sag ich ehrlich. Oh, das ist immer irgendwie leid. Das tut dir leid? Mir versetzt vom Mitleid, sagt. Okay, ey. Was ist dein Lieblingszootier? Affen. Affen? Ich bin ganz schöner Affe. Das glaub ich auch. Ich bin Klammeraffe. Ich könnte mich an dich ranklammern. Sag mal Vorname. Ellie. Also mit A, Elli, oder mit E-E-E-E-Eli? mit E-E-E wie Emil. Was ist los mit dir? Du willst noch 12 Stunden schaffen? Normal. Du siehst aus, als würdest du Valorant zocken. Ja, ich. Warum weiß ich das? Okay, ich sag noch eine Sache, die stimmt. Schaust Attack on Titan. Wie kommst du darauf? Hä? Wie komm ich drauf? Alter, wie komm ich da drauf? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Voll krass. Okay, ich hab noch einen Call. Mach einen Call. Magst auch Marvel? Boah. Was denn? Ja. Alter, okay, jetzt ist gruselig ein bisschen, ne? Ich weiß. Jetzt ist schon ein bisschen gruselig. Hä, woher weiß ich denn das jetzt? Hä? Da sind scheiß Poster hinter dir. Ach was. Ja, du tust so begeistert so. Wie kommst du drauf, hä? Oder war das Ironie? Natürlich war das Ironie. Na, okay. Okay, dann vergiss es. Ich dachte wirklich, du bist zu dumm. War ironisch, du Held. Okay, ich hab's nicht gerafft. Dann bin ich einfach der Dumme. Vielleicht. Wie willst du den 18. feiern? Zu Corona-Zeit. Vielleicht in Berlin. In Berlin? Wieso? Was in Berlin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab nicht so viele Freunde. Echt? Was bist denn du für ein Opfer? Okay, ich schätze jetzt, wie alt du bist. Sag, du bist 24. Nah dran. 23. Ich bin 98er. 25? Ich hab gesagt, ich bin 98er. Ja, Bruder, da sehe ich so aus, als könnte ich Mathe. 20. Einfach. 20. Warte mal, ich bin 20. Mathe 6. Du bist 24. Ich weiß nicht, was du meinst. Habt ihr Twitch Prime? Nein. Ich hab Amazon Twitch Prime, ja. Wo hast du dein Twitch Prime rausgehauen? Bei Unge. Aber ich kann auch bei dir. Mir ist ja, da, Sympathie. Bist du ein Würfel? Nein, sieht so aus. Ich würde dich gerne auf den Tisch knallen. Weiß ich nicht. Tisch knallen, aber... Der bricht zusammen, so schwer bin ich. Was ist deine sexuelle Schwingmasse? Okay, Fokus. Ich habe ein hohes Fettgewicht. Auf Insta steht, dass sie 15 ist. Wo steht es? Oh mein Gott, liegt. Liegst du schon in deinem Bett oder was ist das für eine Bettdecke? Ist das ein Boxspringsofa? Ich kann das aufmachen, dann wird es zu einem Boxspringbett. Boah, das ist schon ein weirder Flex. Bist du 40, dass du ein Boxspringbett hast? Bist du behindert? Ich wette, ich habe mehr Chromosomen, meinst du? Und jetzt auf Deutsch? Ich will deine Nummer haben. Ah. Ey, du? Weißt du, was ich hasse? Kennst du das, wenn dein Schlafrhythmus so komisch ist und du weißt, du musst einschlafen, kannst aber nicht einschlafen, weil du dir denkst, ich muss einschlafen? Nochmal langsam, was? Okay. Wir machen jetzt Step. Ja, Step by Step. Dein Schlafrhythmus ist durcheinander. Du weißt, du musst schlafen, kannst aber nicht schlafen, weil dein Schlafrhythmus durcheinander ist. Ja. Und weil du nicht schlafen kannst, denkst du dir, ich will schlafen und deswegen schlafen wir und wir beide schlafen. Was? Was? Ah, okay. Warte. Wie alt bist du? 5 Tagen 16. Also ich bin noch 15. Ich bin 20 geworden, Januar. Ja, merkst du selber. Du siehst aus wie ein Milchbubi.
ApoRed FN Legende auf Fortnite, jetzt wirklich. Echt jetzt? Lass 1v1 machen. ApoRed FN Legende. Lass zusammen Fortnite spielen. Ich spiel nicht mit so Leuten wie dir, das ist mir ein Niveau zu tief. Wie? Niveau zu tief? Ach, du hast ja wirklich gut. Ich bin einfach zu gut in Fortnite, mir tut das wirklich leid. Ich würde schon gerne mit dir spielen. Mit der FN Legende. Kappa. Hast du gemerkt? Das, was du, was deinem Nachbarn tust, das tust du keinem anderen zu. So geht das vor. Meine Nachbarn anders. Bauen Gras an. Nein, das geht genauso. Nein, das geht anders. Mein Nachbar ist Dieter. Was du nicht dem Typ. Bist du besoffen? Ey, dann. Elli, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Heute kommt wieder ein 24-Stunden-Livestream im Wechsel auf Twitch und auf YouTube. Der Stream startet, wenn ich wach bin, also haltet die Ohren steif. Folgen, liken und kommentieren.